Die sechste Wiederholung sind wir schon angelangt. Und Wiederholungen dienen natürlich immer dazu, dass wir das Gelernte vertiefen. Wenn wir Meisterschaft in etwas erlangen wollen, sagen wir mal, ich möchte ein Handwerk erlernen und trete die Lehrstelle an und habe von nichts eine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie man einen Hammer hält oder den Schraubenzieher dreht oder bestimmte Dinge tut, die zu diesem Beruf gehören. Dann gibt es in der Regel einen Meister, einen Ausbilder. Und wenn wir Glück haben, ist es noch ein guter, sodass wir dieses Handwerk sehr gut erlernen können. Aber wir müssen schon den Lehrinhalten folgen, die uns gegeben werden. Wir können dem Meister nicht sagen, aber schau mal, ich möchte die Schraube gerne links herum in die Wand hineindrehen. Und der Meister sagt uns, links herum geht es nicht. Aber ich sage ihm ständig, doch, ich will es auch links herum schaffen. Und dann werde ich einfach meine Arbeit nicht fertig bekommen. Und ich tue etwas, was nicht funktioniert. Und dann muss ich halt üben. Und irgendwann werde ich es verstehen müssen, halt stopp, die Schraube geht tatsächlich nur in die Wand, wenn ich sie rechts herum reindrehe. Und das ist ein Lernschritt. Und so können wir auch den Kurs in Wundern verstehen. In der Regel, wenn wir den Kurs in Wundern beginnen, sind wir ständig damit beschäftigt, die Schraube links herum in die Wand hineinzudrehen. Weil wir glauben, so funktioniert das Leben. So ist das Leben. Und so möchte ich das Leben führen. Und wir werden ganz sanft angeleitet, hey, stopp, die Schraube geht nur so rum in die Wand und nur so wirst du auch Erfolge haben. Es ist ein kleines Beispiel, das uns dennoch daran erinnern soll, dass der Kurs in Wundern genau entgegengesetzt funktioniert wie das Ego. Anders ausgedrückt, das Ego hat alles verdreht. Alles. Vollständig alles. Denn es will nicht, dass du Erfolg hast. Es will nicht, dass du in Frieden kommst oder glücklich bist. Tatsächlich nicht. Vergiss das. Und deshalb ist es auch nicht sinnvoll, das Ego ein bisschen zu lieben oder ein bisschen richtig mit ihm gut klarzukommen und all diese Dinge, die man sich dann wieder einredet. Punkt, die Schluss, die Schraube geht einfach rechts herum rein. Da ist kein Links dabei. Und das müssen wir einfach verstehen wollen. Und deshalb werden wir wieder mit dieser sechsten Wiederholung sanft angeleitet. Und wir sind eingeladen, den Lehrinhalt zu praktizieren, auch wenn wir glauben, das brauche ich doch nicht und das ist ein bisschen zu viel an Zeit, die ich da aufwenden muss und ich mache das lieber nach meiner Art und Weise, weil ja, ich bin doch auch ein bisschen bequem und so weiter. Und dennoch werden wir heute wieder sanft aufgefordert, uns tiefer hineinfallen zu lassen in das, was wir lernen wollen, uns tiefer in eine Wahrheit zu begeben, die uns frei macht, die uns in die Meisterschaft führt. Und die Stimme der Lehrmeister, der durch den Kurs in Wundern zu dir spricht,
ist dein hohes Selbst. Es ist der Meister, der zu dir spricht. Und Helen Schackmann hat Gott sei Dank irgendwann diese Stimme aufgeschrieben und schon so, so vielen Menschen geholfen, auf diesen Weg zu kommen und sich innerlich zu befreien und endlich zu verstehen, hey, ich habe mich einfach nur getäuscht über alles und vor allen Dingen über mich selbst. Ich habe immer versucht, die Schraube in eine andere Richtung zu verwenden. Ich habe immer versucht, die Welt auf eine Art und Weise zu verwenden, die mich verletzt. Und heute wollen wir wieder einen Schritt machen, um die Welt auf eine Art und Weise zu verwenden, die uns glücklich macht und befreit. Nicht indem wir die Welt verändern, sondern indem wir erneut unseren Geisteszustand verändern. Für diese Wiederholung nehmen wir uns täglich nur einen Gedanken vor und üben ihn so oft wie möglich. Außer der Zeit, die du morgens und abends dafür gibst, es sollte nicht weniger als eine Viertelstunde sein und den stündlichen Erinnerungen tagsüber, wende den Gedanken zwischendurch so oft du kannst an. Jeder dieser Gedanken würde allein für die Erlösung reichen, würde er nur wahrhaftig gelernt. Jeder wäre genug, dir und der Welt Befreiung aus jeder Form der Knechtschaft zu geben und die Erinnerung an Gott einzuladen, wiederzukehren. Indem wir uns dieses vor Augen halten, fangen wir unsere Übungen an, in denen wir sorgfältig die Gedanken wiederholen, die der Heilige Geist uns in den letzten 20 Lektionen schenkte. Jede von ihnen enthält den ganzen Lehrplan, wenn er verstanden, geübt, angenommen und auf alle scheinbaren Geschehnisse tagsüber angewendet wird. Einer genügt. Von diesem einen aber darf keine Ausnahme gemacht werden. Daher müssen wir sie alle anwenden und lassen sie zu einem verschmilzen, da ein jeder zum Ganzen beiträgt, dass wir lernen. Diese Übungszeiten kreisen, wie unsere letzte Wiederholung, um ein zentrales Thema, mit dem wir jede Lektion beginnen und beenden. Es ist dieses: Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Damit beginnt der Tag und endet er. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, warum soll ich denn das üben? Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Weil es zum Lehrplan gehört. Weil es dazu gehört, zu verstehen, halt, stopp. Die Schraube geht nicht in die Wand, wenn ich sie links herumdrehe. Ich muss also lernen, den Geist lehren, dass ich kein Körper bin, sondern frei und nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich kann mir, wenn ich mir ständig beibringe, ich bin ein Körper und somit begrenzt, dann kann ich nicht erfahren, dass ich so bin, wie Gott mich schuf.
Ich kann nicht den Körper anbeten und glauben, ich bin ein Körper und gleichzeitig Gott erfahren wollen. Das geht nicht. Ich kann die Wahrheit nicht in die Illusion hereinbringen. Viele versuchen das. Viele Menschen, die auch den Kurs in der Hand halten, versuchen noch die Wahrheit, den Christus, in die Illusion hereinzubringen, es miteinander zu vermischen. Durch irgendwelche schönen Konzepte, die wir dann gelernt haben oder die wir uns angelesen haben und wo das Ego gesagt hat, ja, so ist das. Wir können das miteinander vermischen und dann glauben wir an die Vermischung in irgendeiner Form und sind doch dennoch weiter auf der Suche, weil es uns nicht zufrieden macht. Und hier wird dir etwas gereicht, was dich absolut und sofort zufrieden macht. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Und viele haben dann Angst, ihren Körper zu verlieren. Oh je, was bin ich dann? Wo bin ich dann? Wer bin ich dann? Du existierst. Du kannst ja auch schon, wie ich dich öfters schon eingeladen habe, in den Bereich gelangen, ich existiere. Und jeder kann fühlen, dass er existiert. Aber du existierst nicht als Körper. Wenn du ehrlich diese Frage oder wenn du diese Aussage für dich klar hast, hey, ich existiere. Und dadurch in die reine Existenz gelangst, einfach nur als ein Gefühl, dann wirst du erfahren, ich existiere. Aber das hat nichts mit dem Körper zu tun. Die Idee Körper kommt danach. Und deshalb verstecke dich nicht mehr im Körper, weil du Angst hast, etwas zu verlieren, sondern erlaube dir heute, kein Körper zu sein und alles zu gewinnen. Damit beginnt der Tag und endet er. Wir wiederholen dies bei jedem Stundenschlag oder wenn wir uns in der Zwischenzeit erinnern, dass wir eine Funktion haben, die Welt, die wir sehen, transzendiert. Darüber und über die Wiederholung des täglichen Leitgedankens hinaus, den wir üben, wird keine Übungsform empfohlen, außer einem tief reichenden Aufgeben aller Dinge, die unserem Geist verstopfen und ihn taub für die Vernunft, die geistige Gesundheit und die simple Wahrheit machen. Wir wollen auch versuchen, bei dieser Wiederholung über alle Worte und besonderen Übungsformen hinauszugehen. Denn diesmal unternehmen wir den Versuch, mit einem schnelleren Schritt auf einem kürzeren Weg zu Gottes Gelassenheit und Frieden zu gelangen. Wir schließen einfach unsere Augen und dann vergessen wir alles, was wir zu wissen und zu verstehen glaubten. Denn so wird uns Freiheit von allem zuteil, was wir nicht wussten und nicht verstanden haben. Es gibt nur eine Ausnahme von dieser fehlenden Strukturierung, lass keinen nichtigen Gedanken unangefochten zu. Bemerkst du einen, dann leugne seine Macht und beeile dich, deinem Geist zu versichern, dass es nicht das ist, was er haben möchte. Lasse sodann den Gedanken, den du verweigert hast, sanft aufgegeben werden, in sicherem und raschem Austausch gegen den Leitgedanken für den Tag.
Gerätst du in Versuchung, beeile dich, dein Freisein von Versuchung zu verkünden, indem du sagst, diesen Gedanken will ich nicht, stattdessen wähle ich. Ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Oder ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Es ist sehr wichtig, dies hat mir extrem gut geholfen, diesen Gedanken immer wieder anzuwenden, wenn ich wieder festgestellt habe, da drehe ich mich wieder im Kreis über meine Zukunft, über meine Vergangenheit, über mein Leben, über. Und einfach nur zu sagen, ohne zu wissen, wie wirksam es wirklich ist, aber einfach nur zu sagen, hey, stopp, diesen Gedanken wähle ich nicht. Stattdessen wähle ich die Tageslektion. Und das ist so hilfreich, weil wenn du dies sagst, kann dir dein hohes Selbst, der Heilige Geist, der Christus, kann dir zu Hilfe kommen. Und diesen Gedanken aus deinem Geist herausnehmen, dieses Gedankenbild aus deinem Geist befreien. Und plötzlich bist du nicht mehr gezwungen, diesen Gedanken zu denken. Der Diktator in dir wird seines Amtes enthoben, weil du sagst, diesen Gedanken will ich nicht, stattdessen wähle ich. Und das ist, hierdurch wirst du in deine Freiheit geführt und das ist Vergebung, die dich wahrlich, wahrlich weiterbringt. Anstatt immer weiterhin diesem Gedanken, der dich doch klein macht und peinigt, weiterhin deinen Glauben zu schenken. Lass heute das alles los und übe dich im Frieden. Und wiederhole darauf den Gedanken für den Tag und lass ihn den Platz dessen einnehmen, was du dachtest. Über diese besondere Anwendung des täglichen Leitgedankens hinaus wollen wir nur wenige vorgegebene Ausdrucksformen und spezifische Gedanken als Übungshilfe beifügen. Stattdessen geben wir diese Zeiten der Stille dem Lehrer, der in der Stille lehrt, vom Frieden spricht und unsere Gedanken jedwede Bedeutung verleiht, die sie auch immer haben mögen. Ihm biete ich diese Wiederholung für dich an. Ich übergebe dich seiner Obhut und lasse ihn dich lehren, was du tun und sagen und denken sollst, jedes Mal, wenn du dich an ihn wendest. Er wird dir jedes Mal, wenn du ihn um Hilfe anrufst, zur Verfügung stehen. Wir wollen ihm die ganze Wiederholung anbieten, die wir nun beginnen. Und lass uns auch nicht vergessen, wem sie gegeben wurden, wenn wir jeden Tag nun üben und zu dem Ziel, das er uns vorbestimmt hat, fortschreiten, indem wir ihn uns lehren lassen, wie wir gehen sollen und ihm voll und ganz vertrauen, was die beste Art angeht, aus jeder Übungszeit eine Liebesgabe der Freiheit für die Welt zu machen. Ja, lass dich lehren von deinem Meister, lass dich lehren vom Meister der Liebe, wie du jede Übungszeit zu einer Liebesgabe der Freiheit für die Welt machst. Und wisse, dass dass du diese Übungszeit mit ihm verbringst. Sie wird dich stärken und nach Hause führen. Und übe dich darin.
Lass darin nicht nach oder denke, du brauchst das nicht. Du brauchst es. Du brauchst die Übungszeit in Stille. Du brauchst eine geistige Korrektur. Drehe nicht mehr die Schraube rechts herum rein, links herum rein, sondern verwende es auf die richtige Art und Weise. Und du wirst sehen, wie schnell du erfolgreich bist, wie schnell du nach Hause gelangst, weil er dich führen kann. Und er kann dich erst führen, wenn du die Lektion, die dir hier angeboten wirst, anwendest. Und nun gehe in Frieden deinen Tag mit ihm.